zwei Hände gleichzeitig. Also jetzt bewegt ihr euch nur hier im Volleyballfeld im Großen, also innerhalb der dünnen blauen Linie, prellt den Ball. Und Ziel ist es, dass ihr eurem Partner den Ball aus der Hand schlagt, ohne dass ihr euren eigenen Ball verliert. Ja? Okay, gut, stopp. Kurzer Zwischenstopp. Wer hat weniger als 5 Bälle verloren? Oh, das sind aber viele. Wer hat 3 Bälle verloren? Wer hat 2 Bälle verloren? Wer hat 1 Ball verloren? Wer hat keinen Ball verloren? So, gut, nächste Runde. Jetzt zählt ihr nicht, wie viele Bälle ihr verliert, sondern wie viele Bälle ihr dem Partner aus der Hand schlagen könnt, ohne dass euer eigener Ball verloren geht. Und jetzt versucht ihr mal ein bisschen weniger auf den eigenen Ball zu schauen, sondern guckt euch um, wo sind die anderen, wo kann ich wem den Ball weghauen. Okay, gut, stopp. Wer hat weniger als 5 Bälle geschafft? Genau 5. Okay, ich hätte mehr erwartet. Genau 5. Gut, wer hat noch genau 5? Also hat Marisol die meisten. Wir machen jetzt die Bälle mal in den Korb, dann trinkt ihr kurz was.